Dr. Ingenieur Jan Pajonk wurde am 25. Mai 1946 in Polen im Dorf Szewilki in der Nähe von Militsch als schüchterner Sohn eines lokalen Mechanikerreparateurs, eines sogenannten Goldenen Händchens, geboren. Nach dem Abitur auf dem allgemeinbildenden Lyzeum in Militsch begann er ein Studium an der Technischen Universität Wroclaw, das er im Jahre 1970 abschloss. Er erhielt ein Forschungsstipendium, das nur an die talentiertesten Studenten vergeben wurde. An eben jener Universität arbeitete er fortan als Dozent und verteidigte dort im Jahre 1976 seine Doktorarbeit im Bereich computergestütztes Design von Werkzeugmaschinen. Bis 1982 setzte er seine Dozententätigkeit an der Technischen Universität Wroclaw fort, arbeitete aber gleichzeitig auf einer halben Stelle in der Industrie, und zwar als wissenschaftlicher Berater der Computerfabrik Elvo und des Autobus- und Lkw-Herstellers Jelsch. Aufgrund der politischen Situation im Land emigrierte er 1982 nach Neuseeland, um seine an der Technischen Universität Wroclaw begonnene wissenschaftliche Karriere im Bereich Maschinenbau und objektorientierte Programmierung weiterzuverfolgen. Während seiner intensiven Forschungsarbeit entwickelte er neue Ideen, die die wissenschaftliche Forschung auf ein ganz neues Niveau hoben. Während seiner vielen Reisen durch die Länder des Fernen Ostens machte er sich mit exotischen Kulturen, Bräuchen und Traditionen bekannt. Er bekleidete mehrere Professuren in östlichen und orientalischen Ländern, etwa an Universitäten in Zypern, Malaysia, Borneo und Südkorea. Zu den wichtigsten Entdeckungen und Erfindungen von Dr. Jan Pajonk zählen die Zyklizitätstabelle, die Entwicklung von Antrieben, das Magnokraft, die Oszillationskammer, das Konzept des dipolaren Feldes, Totalizismus, Zeitmaschinen sowie das Periodensystem der historischen Epochen. Dr. Jan Pajonk fand zudem Lösungen für die Funktionsweise außergewöhnlicher Geräte, des 2000 Jahre alten Seismographen von Zhang Heng, des telekinetischen Sieders von Peter Dave und der Tester des Taktika der Schweizer Gemeinschaft Meternita sowie vieler weiterer Geräte. Die Leistungen der kreativen Arbeit von Dr. Jan Pajonk umfassen auch Dutzende von wissenschaftlichen Monographien und Hunderte von komplexen Webseiten. Zudem ist er Co-Autor einer Spruchsammlung aus dem Orient und anderen Erdteilen. Viele seiner Publikationen wurden ins Englische, Deutsche, Italienische, Spanische und Französische übersetzt. Die Zyklizitätstabelle, die Entwicklung von Antrieben. Im Jahre 1972 formulierte Magister Jan Pajonk bei der Vorbereitung auf eine Vorlesung für Studenten der Technischen Universität Wroclaw die Zyklizitätstabelle, die Entwicklung von Antrieben, die eine Zusammenfassung der Entwicklung der Technik und Antriebssysteme der Menschheit darstellt. Die Zyklizitätstabelle zeigt die systematische Entwicklung von Antrieben, auf deren Grundlage die These formuliert wird, dass zu jedem Motor maximal alle 200 Jahre ein Antrieb gebaut wird. Angeführt werden zum Beispiel die Windmühle und das Segel, die Dampfmaschine und das Strahltriebwerk, der Verbrennungsmotor und eine Rakete. Der Motor, der bis heute noch keinen Nachfolger in Form eines Antriebs gefunden hat, ist der Elektromotor. Die Zyklizitätstabelle bildete die Grundlage für die Entwicklung weiterer Erfindungen von Dr. Jan Pajonk. Magnokraft. Ein Fahrzeug, das die Menschheit zu den Sternen tragen wird. Das Magnokraft ist eine bahnbrechende Erfindung von Dr. Jan Pajonk. Dieses Fahrzeug arbeitet nach dem Prinzip der Anziehung und Abstoßung des Magnetfeldes mithilfe extrem starker Magneten im und rund um das Gehäuse, das aus einem Material gebaut sein muss, das nicht vom Magnetfeld durchdrungen wird. In dem filmischen Beitrag sehen Sie ein vereinfachtes Modell des kleinsten Magnokraftes vom Typ K3, das weniger als 4,5 Meter Durchmesser hat. Das größte dieser Fahrzeuge wird hingegen über einen Durchmesser von 560 Meter verfügen. Das Steuern der Betriebsparameter der das Magnokraft antreibenden Oszillationskammern, also außergewöhnlich starker Magneten, erweist sich als dermaßen kompliziert, dass die Steuerung des Fahrzeugs hochgradig computergesteuert funktionieren wird. Jenes Land, das als erstes ein Magnokraft bauen wird, wird unmittelbar einen enormen militärischen Vorteil gegenüber anderen Ländern der Welt erreichen und somit automatisch zur Führungsnation unserer Zivilisation befördert werden. Höchstwahrscheinlich wird als erstes Land Südkorea ein Magnokraft bauen. Ein UFO ist ein Magnokraft. Als die ersten Beschreibungen des Magnokraft auftauchten, wiesen Leser Dr. Pajonk darauf hin, dass seine Erfindung viele Ähnlichkeiten damit aufweist, was Menschen landläufig als UFO bezeichnen. Von diesem Moment an beginnt sich Dr. Jan Pajonk für diese mysteriösen Fahrzeuge zu interessieren
und formuliert die Theorie, dass ein UFO ein bereits von jemandem gebautes Magnokraft darstellt, da alle Eigenschaften eines UFOs und seines Magnokrafts miteinander übereinstimmen. Abmessungen, Funktionsprinzip sowie physische, durch UFO-Besatzungen hinterlassene Spuren passen perfekt zur Theorie des Magnokrafts. Fotos, Beschreibungen von Augenzeugen und Spuren von Landestellen lassen keinen Zweifel daran, dass jenes Fahrzeug, das Leuten unter dem Begriff UFO bekannt ist, sich auf der Grundlage des Magnetprinzips fortbewegt und funktioniert. Das Magnokraft kann genau wie UFOs Feuchtigkeit aus der Luft gewinnen und sich mit einer dampfartigen Wolke umgeben. Über Jahre intensiver Forschungen hinweg katalogisierte und archivierte Dr. Jan Pajonk hunderte von UFO-Landestellen, führte Interviews mit Augenzeugen und fand materielle von UFOs hinterlassene Spuren. Zudem führte er Analysen und Vergleiche von Fotos und Videos von UFOs durch, die diese Theorie bestätigen. Als Ergebnis seiner Forschung veröffentlichte er diesem Thema gewidmete Monographien. Oszillationskammer. Dies ist das Herz des Magnokrafts, die Oszillationskammer. Dieser superstarke Magnet wird die erforderliche Magnetfeldenergie für das Abheben des Fahrzeugs bereitstellen. Zirkulär um das Gehäuse des Fahrzeugs angeordnet, wird sie durch einen Computer gesteuert. Fast bewegungslos gefrorene Funken erzeugen ein unglaublich starkes Magnetfeld. Im Magnokraft wird eine sogenannte Doppelkammerkapsel zur Anwendung kommen, was bedeutet, dass die größere Kammer in ihrem Inneren eine kleinere Kopie ihrer selbst enthalten wird. Einige Fahrzeugtypen werden mit Sets von durch Seitenwänden verbundenen Kammern ausgestattet werden, sogenannten Kreuzkonfigurationen. Konzept des dipolaren Feldes. Wahrscheinlich die größte und wegweisendste Theorie, die der Mensch je hervorgebracht hat. Das Konzept des dipolaren Feldes. Es ist eine Theorie, die quasi alles erklärt. Eine nicht kontradiktorische Brücke zwischen Wissenschaft, Glaubensvorstellung und Religion. In dieser Theorie ist die Schwerkraft nicht, wie bisher angenommen, ein monopolares, sondern ein dipolares Feld. Also genau so wie in einem Magnetfeld. Die Schwerkraft besitzt folglich einen Pol N und S. Für Einlass und Auslass. Aus diesem Grund dringen die Gravitationskräfte im dipolaren Feld in eine Gegenwelt ein und verlassen diese auf der anderen Seite. In diesem zweiten Teil unseres Universums sind unser Geist und die Seele gespeichert. Aber vor allem wohnt dort das Wesen, das die Religionen als Gott und das Konzept des dipolaren Feldes als universellen Geist bezeichnet. Für den fast 40-jährigen Wissenschaftler, der bis zu diesem Zeitpunkt Atheist war, stellte diese Entdeckung einen großen Schock dar. Telekinese und Telepathie. In dieser anderen Welt, dessen Spiegelbild unsere physischen Atome sind, besitzt jedes Objekt sein immaterielles Gegenstück, das in einfachen Worten eine Kopie eines jeden physischen Objektes in unserer Welt ist. Wenn ein physisches Objekt aus unserer Welt bewegt wird, folgt ihr diese Kopie. Wenn jedoch zunächst dieser immaterielle Teil bewegt wird, folgt der physische Teil des Objektes seiner Kopie und verbraucht Wärme aus der Umgebung. Ein besonderes Merkmal der telekinetischen Bewegung ist es, dass sie weißes, leuchtendes Licht erzeugt, das an das Licht des Vollmondes erinnert. Telepathie hingegen ähnelt den Klangschwingungen von Antimateriepartikeln, deshalb empfangen einige Leute in bestimmten Fällen direkt telepathische Wellen in ihrem Geist. Es wurden Versuche unternommen, eine telepathische Pyramide für die Kommunikation zwischen den Geistern von Menschen zu bauen, aber für deren Antrieb müssten mindestens zwei Prototypen dieses Gerätes gebaut und aufeinander abgestimmt werden. Telekinetische Fahrzeuge. Umgeben vom berühmten leuchtenden weißen Licht wird sich das Magnokraft der zweiten Generation sofort im Bereich dieses Feldes bewegen können. Es wird durch Oszillationskammern der zweiten Generation angetrieben werden, mit achtseitigem Querschnitt. Die telekinetische Wirkung wird durch die bewusste Verlangsamung oder Beschleunigung des Magnetfelds erzielt werden können. Ein besonderes Merkmal von über den telekinetischen Effekt angetriebenen Fahrzeugen wird ihre Fähigkeit sein, in feste Gegenstände einzudringen, ohne dass dabei das Fahrzeug oder dessen Besatzung Schaden nehmen. Totalism. Als Konsequenz der Erstellung des Konzepts des dipolaren Feldes formuliert Dr. Jan Pajonk den Totalism, eine vollständig säkuläre und nicht religiöse Philosophie der Ganzheit, die Körper und Geist des Menschen als eine Einheit behandelt. Totalism ist das Ergebnis der folgenden Überlegungen.
Da die Schwerkraft auf unseren physischen Körper wirkt und die Geheimnisse der Gegenwelt, die von den Religionen und Glaubensrichtungen postuliert werden, vollständig durchdringt, stellt sich die Frage, worin die Schwerkraft in der anderen Welt umgewandelt wird. Nun, in dieser Welt bildet sich ein moralisches Feld. Dies bedeutet nichts anderes, als dass genauso wie das Klettern auf einen Berg in unserer Welt anstrengend ist, uns auch das Besteigen moralischer Gipfel, also das Ausführen moralischer Handlungen, Schwierigkeiten bereitet. Totalism empfiehlt daher in erster Linie, die genaue Einhaltung der Moralgesetze, das Voranschreiten im moralischen Feld und die ständige Erweiterung des Wissens. Zeitmaschine. Zu den außergewöhnlichsten Möglichkeiten, die der Mensch durch das von Dr. Jan Payong entwickelte Konzept des dipolaren Feldes eröffnet werden, zählt der Bau eines Magnokrafts der dritten Generation, also von Zeitmaschinen. Diese Möglichkeit bietet sich auf Grundlage der Entdeckung, dass im Universum zugleich zwei verschiedene Arten von Zeit existieren. Die erste dieser beiden Zeitarten, die sogenannte irreversible Zeit des Universums, hat direkten Einfluss auf Gott und alle leblosen Gegenstände. Zum Beispiel Felsen, Wasser, Planeten. Demgegenüber lässt das Verfließen der zweiten Zeitart, genannt reversible programmierte Zeit, alle Lebewesen einschließlich des Menschen altern. Diese zweite Zeit wird Menschen die wiederholbare Rückkehr in ihre Jugendjahre ermöglichen, was einer sogenannten eingesperrten Unsterblichkeit entsprechen würde. Diese Unsterblichkeit basiert auf dem Wiederdurchleben des eigenen Lebens, darunter zum Beispiel auf der Behebung von Fehlern, die man bei der vorangegangenen Passage durch die Lebenszeit gemacht hat, oder zum Beispiel auf der Beseitigung der Ursachen einer Krankheit, die jemanden beim vorherigen Durchgang durch die Zeit befallen hat. Im Laufe der Jahrzehnte haben verschiedene Science-Fiction-Filme eine Narration erschaffen, gemäß derer die Möglichkeit zur Rückkehr in vorausgegangene Zeit unter Beibehaltung des eigenen Körpers bestünde, was nicht mit der Realität vereinbar ist. Das Funktionsprinzip dieser Fahrzeuge beruht auf der Ausnutzung der Bewegung des magnetischen Resonanzpunktes in der DNA, der durch den Durchgang von Lebewesen durch die reversible Zeit steuert. Damit dieser Resonanzpunkt bewegt werden kann, muss der ganze Körper eines durch die Zeit zu bewegenden Lebewesens von einem sehr starken Magnetfeld mit Hochfrequenzimpuls umgeben und eben jene Frequenz verändert werden. Aus diesem Grund wird ein Magnokraft der dritten Generation von einem ovalen, roten oder blauen Zeitfeld umgeben sein. Was ist das Gehirn? Wenn wir also in zwei Welten leben, der physischen Welt und der des Intellekts, dann fragt es sich, welche Rolle das Gehirn dabei spielt. Es wird allgemein angenommen, dass das Gehirn eine Art von Computer oder ein holographischer Speicher ist, auf dem Daten ähnlich wie auf einer Computerfestplatte gespeichert werden. In dem Modell von Jan Payong ist das Gehirn weder Computer noch Hologramm, sondern ein Sender-Empfänger, der Ähnlichkeit mit unseren elektronischen Terminals besitzt. Mit anderen Worten besitzt unser Gehirn nur ein wenig leistungsfähiges Kurzzeitgedächtnis und begrenzte Möglichkeiten für die Verarbeitung von Informationen. Es sendet und empfängt alle Informationen und Anfragen von seinem Antimaterie-Gegenstück, das Informationen speichert und sortiert. Diese Situation erinnert an ein beispielhaftes Computerterminal, das zwar mit Tastatur und Bildschirm ausgestattet ist, aber nur über sehr wenig Arbeitsspeicher verfügt. Alle Daten empfängt es von einem anderen Computer, der ausreichend Rechenleistung und große Datenreserven besitzt. Entdeckung des Tapanui-Kraters. Inspiriert durch die Maori-Legende der Feuer von Tamatea, entdeckte Dr. Jan Payong nach 4 Jahren der Forschung den Krater, der sich in der Nähe der Gemeinde Tapanui in Neuseeland befindet. Dieser Krater hat eine Länge von 900 Metern, eine Breite von 600 Metern und eine Höhe von 130 Metern. Er ist riesig. Der kleine blaue Geräteschuppen des Gutsbesitzers verdeutlicht die ungeheure Größe des Kraters. Dr. Jan Payong führte hier eine sorgfältige wissenschaftliche Untersuchung durch und veröffentlichte eine wissenschaftliche Monographie mit umfangreichem Beweismaterial über den Krater. Jan Payong fand sowohl physische Beweise in Form von genau in Richtung des Tapa Nui-Kraters verbrannter Totara-Bäume und geschmolzener Steine, die mehrere Dutzend Kilometer vom Krater entfernt weggeschleudert wurden, während diejenigen, die der Explosion widerstanden, deutliche Spuren der Zerstörung tragen, die auf mit großer Kraft wirkende äußere Faktoren zurückzuführen sind. Bei seiner Suche fand er nicht natürlich vorkommende Metalle, magnetisches Gold und einen Splitter eines seltsamen, geschmolzenen und ebenfalls magnetisierten Metalls. Dr. Payong analysiert auch biologische Beweise in Form des Aussterbens des berühmten neuseeländischen Vogels Moa
unmittelbar nach der Explosion sowie ungewöhnliche Mutationen von Organismen in Neuseeland, deren Dimensionen viel größer als in anderen Erdteilen sind. Durch die Forschungen eines für die Wahrheit offenen Wissenschaftlers, Dr. Jan Payong, wird der Welt der bisher völlig unbekannte Tapanui-Krater zusammen mit neuen Erkenntnissen bekannt. Der Name Tapanui geht damit in die wissenschaftliche Literatur ein. Fast alles, was wir über Tapanui wissen, geht auf die Arbeit eines einzigen Wissenschaftlers zurück. Für seine Entdeckung und die Veröffentlichung der Forschungsergebnisse wird Jan Payong von der Universität von Otago in Neuseeland entfernt. Telekinetische Batterie. In der Folge des Entstehens völlig neuer Wissensgebiete erschuf Jan Payong die Grundlagen für Ideen und Geräte, die der bisherigen Wissenschaft völlig unbekannt waren. Einige der Ideen waren nur enthusiastischen Bastlern bekannt. Zu diesen Erfindungen zählt die telekinetische Batterie, die populärwissenschaftlich als Gerät freier Energie bezeichnet werden könnte. Eine telekinetische Batterie erzeugt Strom durch Abzug von Wärme aus der Umgebung. Tester des Taktika. 2 Jahre nach der theoretischen Ausarbeitung über Geräte zur Herstellung kostenloser Energie trat Dr. Payong in Kontakt mit der Schweizer christlichen religiösen Gemeinschaft Meternita, die behauptet, auf geheime Weise den Konstruktionsplan für eine ungewöhnliche Maschine zur Produktion freier Energie erhalten zu haben. Der Testa Distactica. Die Testa Distactica wurde für mehrere Jahre öffentlich ausgestellt. Jeder konnte sie vermessen, untersuchen und ihre Funktionsweise beobachten. Im Internet gibt es Filme mit Demonstrationen dieses Gerätes. Nachdem er sich persönlich mit dem Gerät und dem Aufbau der Testa Distactica bekannt gemacht hatte, entwickelte Dr. Jan Payong ein theoretisches Modell und erklärt, wie das Gerät tatsächlich funktioniert. Telekinetischer Sieder. In Neuseeland trifft der Autor einen anderen Laienerfinder, Peter Daish Davy. Peter ist der Schöpfer einer außergewöhnlichen Heizung, die mehr Wärme erzeugt, als sie an Strom verbraucht. Die ganze Schwierigkeit der Konstruktion des Gerätes liegt in der Abstimmung der Resonanzschale, die unter Strom einen telekinetischen Effekt erzeugt, wodurch das gesamte Heizungswasser innerhalb weniger Sekunden kocht. Der Name dieses Heizgeräts, Sonic Heater, geht auf die Tatsache zurück, dass Peter Davy sein Saxophon für die Abstimmung dieser außergewöhnlichen Anlage verwendete. Peter suchte 63 Jahre lang nach einem Hersteller, der ihm bei der Serienfertigung seines Heizgeräts helfen würde. Zu diesem Zweck hatte er sogar einen Auftritt im Hauptnachrichtensender des neuseeländischen Fernsehens. Er starb im Jahre 2008 im Alter von 92 Jahren. Salamis. Nach erfolgloser Arbeitssuche in Neuseeland erhält Dr. Jan Payong das Angebot, die Position eines außerordentlichen Professor in Zypern, in der Nähe der antiken Stadt Salamis, zu bekleiden. Dort lernt er die Legende über den Untergang des antiken Salamis durch einen Tsunami kennen und unternimmt Forschungen und Reflexionen zum telepathischen Rauschen, also des für die Menschheit äußerst schädlichen, sich auf unser Unterbewusstsein auswirkenden Lärms, der durch elektrische Funken und die Explosionen von Atombomben erzeugt wird. Dr. Payong sagt damals die nahe bevorstehende Ankunft der Ära des Neumittelalters voraus, die bereits im Jahre 2001 eintritt. Telepathische Wellen. Im Jahre 1994 nimmt Jan Payong während eines weiteren Aufenthalts als Professor in Malaysia Kontakt mit der ehemaligen Miss Italien Daniela Giordano auf. Daniela behauptet, im Traum von einem mysteriösen Wesen die Anweisungen für den Bau eines telepathische Pyramide genannten Geräts erhalten zu haben. In der Konstruktion der Pyramiden erkennt Jan die Anwesenheit zweier seiner eigenen Erfindungen, nämlich der telekinetischen Batterie und des sogenannten Telepathizer. Gemeinsam schreiben sie ein Werk unter dem Titel Geschichte einer Pyramide. Jan Payong gelingt es dabei auch, den Bau eines eigenen Prototyps dieses Gerätes zu Ende zu führen. Allerdings wäre für das Funktionieren dieser Pyramide eine sehr präzise Abstimmung der 5 wichtigsten Elemente der Konstruktion notwendig. Die ständigen Umzüge zwischen den Kontinenten und Ländern sowie die fehlenden Möglichkeiten zur Durchführung groß angelegter Untersuchungen in Zusammenarbeit mit gut ausgestatteten Labors führten leider dazu, dass die Umsetzung des Projekts gestoppt wurde.
Entdeckung moralischer Energie. Im Jahre 1996 macht Dr. Jan Payong eine weitere Entdeckung, die auf das Konzept des dipolaren Feldes und die Gegenwelt bezogen ist. Er entdeckt, dass das Aufsteigen im moralischen Feld zur Ansammlung einer Energieart im Menschen führt, die er moralische Energie nennt. Mit anderen Worten, diese Energie wird zwischen unserem physischen Körper und seinem bereits früher vorgestellten immateriellen Gegenstück hin und her gepumpt. Jede Entscheidung in unserem Leben hat folglich entscheidenden Einfluss darauf, ob diese Energie im Körper gespeichert oder freigegeben wird. Vereinfacht gesagt, Dr. Payong findet mit dieser wichtigen Entdeckung eine wissenschaftliche Bestätigung dessen, was uns die Religionen mitteilen. Das Tun guter Taten, die Verbreitung der Wahrheit und die Förderung moralischer Normen ist der rechte Weg zur Akkumulierung von Energie. Sein Gegenteil ist die Sünde. Persönliches Nirvana-Erlebnis. Nach der Entdeckung der moralischen Energie entscheidet sich Jan Payong zu einer planmäßigen Vergrößerung seiner moralischen Energie. Auf Borneo erhält er eine außergewöhnliche Auszeichnung für seine höchst moralische Lebensführung. Es stellt sich nämlich heraus, dass ein Mensch nach Überschreiten eines Werts von 60% der Energie, die sich in seinem Körper ansammeln kann, einen ungewöhnlichen Zustand zu durchleben beginnt, der aus dem Durchströmen des Körpers mit dieser Energie herrührt. Dr. Payong bezeichnete dies als Nirvana-Zustand, was aber nichts mit der gleichnamigen Bezeichnung der Hindu-Religion zu tun hat. Dieser Zustand ist durch ständiges Glücks- und Zufriedenheitsgefühl gekennzeichnet, was als spirituelle Erfahrung definiert werden könnte. Der Zeitraum, über den Jan Payong diesen Nirvana-Zustand aufrechterhalten konnte, dauerte etwa 9 Monate an. Von den Gesichtern derer, die gerade diesen Nirvana-Zustand erleben, erstrahlt ein feines Glücksgefühl. Dies wird am besten durch das dargestellte von Daniela Giordano geschaffene Gemälde gezeigt, welches jenes Wesen im Nirvana abbildet, das der Menschheit die telepathische Pyramide schenkte. Telepathische Teleskope und Projektoren. Ein Jahr später entwickelt Jan Payong sein Wissen auf dem Gebiet der Telepathie weiter. Seine theoretischen Ableitungen legen nahe, dass telepathische Wellen nicht nur in Form von Schallwellen unseren Geist penetrieren, sondern auch ein ausgezeichneter Träger für andere Informationen, Bilder, sein können. In Zukunft wird die Menschheit also telepathische Teleskope und Projektoren bauen, die genauso wie die herkömmlichen Geräte dieser Art funktionieren werden. Mit dem einzigen Unterschied, dass telepathische Wellen in der Lage sind, unmittelbar die Weiten des Universums zu durchdringen, weshalb eine zukünftige Zivilisation mithilfe dieser Geräte entfernte Sternensysteme genauso klar und detailliert wird betrachten können, wie man heutzutage Filme auf einem Fernseher oder Computer ansieht. Entdeckung des Funktionierens von Gefühlen und Motivationen. Ein sehr interessantes Phänomen ist das Entstehen und Durchleben von Gefühlen. Dr. Payong kommt zu dem Schluss, dass alle körperlich unangenehmen Gefühle, wie etwa das Fasten aus hohen religiösen Motiven heraus oder harte körperliche Anstrengung in Verbindung mit moralischen Motivationen, im Menschen die bereits vorher erwähnte moralische Energie hervorbringen und akkumulieren. Demgegenüber verdrängen alle Arten von körperlich angenehmen Gefühlen, zum Beispiel das Stillen von Hunger oder Nichtstun, diese Energieart aus dem menschlichen Körper. Mit psychischen Emotionen verhält es sich genau umgekehrt. Alle positiven Gefühle dieser Art reichern Energie im Körper an, alle negativen bauen sie ab. Zhang Heng-Seismograph. Dr. Payong traf während seiner Forschungen auf die Spuren eines der außergewöhnlichsten, bereits vor fast 2000 Jahren von dem brillanten Chinesen Zhang Heng gebauten Geräts. Besonders schockierend ist, dass dieser Erfinder vor 2 Jahrtausenden ein Gerät gebaut hat, das die Wissenschaft bis heute nicht rekonstruieren konnte. Zhang Heng konstruierte einen Seismographen, der mittels telepathischer Wellen Erdbeben vorhersagen konnte. Das Gerät funktioniert auf so ungewöhnliche Art und Weise, dass es ein Geheimnis bleibt, wie dessen Erfinder vor 2000 Jahren sich das Wissen über das Funktionsprinzip telepathischer Wellen aneignen konnte, das erst im Jahre 1985 durch Jan Payong entdeckt wurde. Das Gerät hatte die Form eines auf der Innenseite polierten Bronzebrunnens. Genau in der Mitte der ellipsenförmigen Struktur waren 8 Drachenmäuler angeordnet, die in 8 Weltrichtungen zeigten. Wenn tonnenschwere Erd- und Felsmassen sich aneinander zu reiben begannen oder tektonische Platten Druck aufeinander aufbauten, wurden zwischen ihnen leistungsfähige elektrische Funken erzeugt, die auf diese Weise eine telepathische Welle freisetzten. Deren Abstoßung an der polierten Bronze sorgte für die Störung des natürlichen Wasserdurchflusses aus den Drachenmäulern.
Der erhöhte Wasserdurchfluss schob eine Metallkugel in den Mund eines sich darunter befindlichen, ebenfalls aus Bronze ausgeführten Frosches, was als Alarmsignal diente. Das Gerät zeigte damit nicht nur die Richtung an, aus der das Erdbeben kommen würde, sondern anhand der Stärke des Wasserstroms aus dem Munde des Drachen konnte auch auf die Stärke eines drohenden Erdbebens geschlossen werden. Die Legende besagt, dass Zhang Heng einst des Betruges bezichtigt wurde, weil in einem der Frösche eine Kugel gefunden wurde, aber kein Erdbeben aufgetreten war. Ein paar Tage später traf jedoch ein berittener Bote mit der Nachricht ein, dass eine 500 Kilometer entfernte Stadt von einem Erdbeben heimgesucht worden war. Beweis für die Existenz Gottes. Nachdem er an der südkoreanischen Universität IU das Pendant einer polnischen Universitätsprofessur eingenommen hatte, veröffentlicht Jan Pajonk seinen formalen Beweis für die Existenz Gottes. Er tut dies unter Bezug auf die Prinzipien und Methoden der mathematischen Logik. Auf seiner Webseite geht er auch bereits verfügbares, aber bisher ignoriertes Beweismaterial für die Existenz Gottes durch. Die Gesamtheit des formalen wissenschaftlichen Beweises für die Existenz Gottes ist sehr detailliert und umfasst viele Elemente. Daher wollen wir uns hier auf den grundlegendsten von ihnen konzentrieren, den DNA-Code. Nach der Kommunikationstheorie von Shannon sind alle Codes eine Variante von Sprachen, wobei jede Sprache von einem intelligenten Wesen geschaffen wurde. Der DNA-Code zeigt alle Anzeichen für ein intelligentes Design für alle Lebewesen auf der Erde. Im Ergebnis dieser Argumentation kann man also annehmen, dass ein und dieselbe konsistente Sprache der genetischen Kodierung für die übergroße Anzahl von die Erde bewohnenden Kreaturen nur durch ein höheres Wesen mit übernatürlichem Wissen und der Leistungseffizienz von Gott formuliert werden konnte. Jeder Forscher, der sich seinem Fachgebiet gewissenhaft widmet, muss nach Überschreitung eines bestimmten Schwellenwerts an Wissen zu der Erkenntnis kommen, dass es gar keine andere Möglichkeit für die Existenz eines solch komplexen Universums geben kann, als die, dass es von einem intelligenten Wesen konstruiert worden ist. Modell des telepathischen Telefons. Beim Besuch der Danziger Marienkirche im Jahre 2004 trifft Jan Pajonk auf ein weiteres seltsames Artefakt, das fast 10 Jahre, nämlich bis zum Jahre 2013, auf die theoretische Ausarbeitung seines Funktionsprinzips warten musste, als sich Dr. Pajonk erneut diesem Gerät zuwandte. Das in der Abbildung dargestellte Gerät funktioniert wie ein telepathisches Telefon von bedeutenden Abmessungen, da die in der Abbildung zu sehenden Figuren beinahe die Größe eines Menschen haben. Das Gerät wäre in der Lage, an der Spitze der im Bild sichtbaren Kuppel Schallwellen in telepathische Wellen zu konvertieren, wohingegen die zweite, sogar hunderte von Kilometern entfernte Station diese Wellen in für das menschliche Ohr wahrnehmbare Schallwellen umwandeln könnte. Wichtig ist dabei, dass die beiden miteinander kommunizierenden Menschen die Positionen der einzelnen sichtbaren Figuren einnehmen. Eine funktionierende Version des telepathischen Telefons stellen die auf den Bildern sichtbaren, klassischen Töne transmittierenden herkömmlichen Antennen dar, auf deren Grundlage man sich hingegen eine allgemeine Vorstellung von der Funktion dieses Artefakts machen kann. Kandidatur zum Parlament von Neuseeland. Um der Öffentlichkeit das Signal zu geben, dass die Entwicklung unserer Zivilisation und der meisten Länder der Erde in eine dramatisch falsche Richtung verläuft, entschließt er sich im Jahre 2014 als unabhängiger Kandidat im neuseeländischen Parlamentswahlkampf anzutreten. Dr. Pajonk ist sich natürlich seines Nachteils gegenüber erfahrenen Politikern mit Wahlkampfgeldern, Mitarbeiterstäben und Medienunterstützung bewusst. Dennoch lässt er nicht von diesem Versuch ab und trägt persönlich 10.000 Wahlflugblätter in Häusern aus, die die wichtigsten Punkte seines Wahlprogramms enthalten. Bei diesen Wahlen erhält er in seinem Wahlkreis sogleich 103 Stimmen, wohingegen einige seiner Konkurrenten mit Unterstützung, Erfahrung und erheblichen Kampagnenmitteln kaum mehr Stimmen auf sich vereinen konnten. Es sei darauf hingewiesen, dass die Kampagne von Dr. Pajonk strikt der Formel einer Null-Dollar-Kampagne folgte. Das heißt, dass Dr. Pajonk, abgesehen von den Kosten für die Registrierung als Kandidat und den 10.000 von ihn unterstützenden Personen zur Verfügung gestellten Flugblättern, nicht einmal einen Vierteldollar für diese ausgegeben hat. Das Ergebnis von 103 Stimmen bei einer Null-Dollar-Kampagne ist daher durchaus bemerkenswert.
Zyklizitätstabelle der Epochen der Geschichte der Menschheit. Im selben Jahr nimmt Dr. Payong eine weitere bahnbrechende Ausarbeitung in der Zyklizitätstabelle der Epochen der Menschheit und ihrer Unterteilung von der Zeit Adam und Evas bis zum Ende der Zeiten auf der Basis von auf der Bibel beruhenden Berechnungen vor. Diese Tabelle zeigt uns, dass die Geschichte der Menschheit in 5 Perioden unterteilt ist und gerade wir uns in einem entscheidenden Moment befinden. Denn um das Jahr 2036 herum wird die Menschheit das Magnokraft bauen, womit das Zeitalter der echten Weltraumforschung beginnt. Ein weiterer interessanter Aspekt dieser Tabelle ist, dass die Menschheit ein jedes Mal, wenn sie einen Gipfel des Wissens und der technologischen Entwicklung erklimmt, kurz vor dem Anbruch einer neuen Ära moralisch kollabiert und ein bedeutender Teil der gegenwärtigen Welt auch physisch vernichtet wird. Wie etwa bei der Sintflut alle Menschen, abgesehen von Noahs Familie, getötet wurden. Erklärung der Ursachen des Verfalls der gegenwärtigen Zivilisationen. Jan Payong vertritt seit mehr als 20 Jahren konsequent die Auffassung, dass unsere Zivilisation etwa ab dem Jahre 2040 aufhören wird, in der uns heute bekannten Form zu existieren. Im Jahre 2009 veröffentlichte er auf seiner Webseite Beschreibungen, Ursachen und ein Szenario für diesen Kollaps, von dem einige Elemente sich bereits im Jahr 2015 zu zeigen begannen. Die Grundlage für diese Auffassung stellt Studien von Naturkatastrophen dar, mit denen sich Dr. Payong schon seit längerer Zeit beschäftigt. Die in dieser Hinsicht wichtigste Prämisse für die Aufstellung einer solch schockierenden These ist jedoch der in fast allen Bereichen sichtbare moralische Verfall der Menschheit, den man als Neumittelalter bezeichnen kann. Dieser umfangreiche moralische Verfall im Zusammenspiel mit der rasanten technologischen Entwicklung lässt uns nicht mehr viel Zeit. Unsere Zivilisation hat mehrmals Perioden des großen Sterbens der Menschheit durchgemacht, von denen die größte, die aus der Bibel bekannte Sintflut oder die im Mittelalter als Schwarzer Tod bekannte Pest hinsichtlich der Opferzahlen mit Blick auf das, was auf unsere Zivilisation zukommt, noch als recht überschaubare Katastrophen betrachtet werden können. Dank der weltweiten Verbreitung von Smartphones und anderer Technologien wird dies wahrscheinlich das am besten dokumentierte Massensterben der Menschheit werden. Angebliche Entdeckung von Gravitationswellen. Im Februar 2016 veröffentlicht Dr. Payong eine Richtigstellung zu damals global verbreiteten Meldungen über die Erfolge einer Forschungsanlage namens LIGO. In seinem Kommentar stellt er klar, dass es sich bei dem Signal, das LIGO im Jahre 2015 abgefangen hat, lediglich um ein telepathisches Signal, aber nicht um eine Gravitationswelle handelt. Schließlich sind der Aufbau und die Funktionsweise von LIGO dem entsprechenden Aufbau und der Funktionsweise der telepathischen Pyramide, die der Menschheit von Daniela Giordano zugänglich gemacht wurde und nur telepathische Signale erfassen kann, viel zu ähnlich. Überdies ergibt sich aus dem Konzept des dipolaren Feldes, dass die programmierte Natur von Gravitationswechselwirkungen das Hervorbringen von Gravitationswellen nicht erlaubt. Jedoch mindert die Tatsache, dass LIGO anstelle von Gravitationswellen nur ein telepathisches Signal abgefangen hat, nicht den Wert dieser Leistung. Zugleich ergibt sich daraus eine ganze Reihe von wissenschaftlichen, sozialen und moralischen Implikationen. Wahrscheinlich wird sich der Betrachter fragen, warum Dr. Jan Payong trotz enormer Anstrengungen und wissenschaftlicher Leidenschaft im Verlaufe von mehr als 30 Jahren so viele innovative Geräte und Ideen nicht in die Wirklichkeit umsetzen konnte. Leider half trotz zahlreicher Angebote und Bitten nur eine Handvoll von Laienforschern Dr. Payong bei seiner Arbeit des stets fortschreitenden Wissenserwerbs. Jan Payong realisierte alle langfristigen und groß angelegten Studien ausschließlich aus eigenen Mitteln und in seiner Freizeit.